Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Studentin, lieber Student, wir bleiben bei den Präpositionen bei Temporalangaben. Und zwar behandeln wir jetzt die Frage, welche Präposition nehmen wir für die Vergangenheit, also für gestern, für jetzt, für die Gegenwart und für das Morgen, für die Zukunft. Ja, da haben wir Ihnen auch eine Tabelle gemacht, ein Schema. So, Sie sehen hier die Vergangenheit gestern, die Gegenwart ist das Jetzt und hier haben wir die Zukunft, das Morgen. Ich fange an mit der Vergangenheit gestern. Vor einer Sekunde. Vor einer Minute. Vor einer Stunde. Vor 8 Tagen. Vor einer Woche. Vor einem Monat. Vor einem Jahr, vor einem Jahrzehnt, vor einem Jahrhundert, vor einem Jahrtausend. Ja, beachten Sie also hier vor plus Dativ und achten Sie auf die Deklination. Das ist wichtig. So, für die Gegenwart. Wenn wir Angaben zur Gegenwart, also zum Jetzt machen wollen, verwenden wir im Deutschen die Präpositionen in, an oder zu plus den Dativ. Also Beispiel, in dieser Sekunde, in dieser Minute, in oder zu dieser Stunde, jetzt an diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahrhundert oder in diesem Jahrtausend. Ja, also auch hier wieder auf die Deklination achten. So, jetzt für die Zukunft, also für das Morgen, nehmen wir die Präposition in plus Dativ, also immer Dativ, in einer Sekunde, in einer Minute, in einer Stunde, in 8 Tagen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in einem Jahrzehnt, in einem Jahrhundert und in einem Jahrtausend. Dankeschön.